Hallo, liebe Zuseher, hier bei einer weiteren Folge unserer Trending Topics Gesprächsreihe. Das wird voraussichtlich die letzte sein für dieses Jahr. Ich mache es zum ersten Mal. Mein Name ist Oliver. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast hier neben mir. Ich begrüße Christian Pirkner, den CEO von Bluecode. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Grüß dich, Christian. Bevor wir zu den Neuigkeiten kommen, die du so ein bisschen mit hast, vielleicht kannst du unseren Lesern mal erzählen, was den Bluecode generell so macht. Gerne. Bei Bluecode geht es ums mobile Bezahlen. Das heißt, nicht Cash oder mit der Plastikkarte, sondern mit dem Handy bezahlen, sei es im Geschäft oder online. Unglaublich spannender Markt. Wird gerade durcheinander gewürfelt, die gesamte Payment-Landschaft. Jeder, glaube ich, hat gesehen, die Apple Pays, die Google Pays. Also da passieren wirklich umwälzende Veränderungen und da spielen wir mittendrin mit. Wir haben eine Payment-Lösung für unsere Bankpartner, die zwei Dinge tut. Das eine ist, es ist ein Regelwerk wie eine Visa, also ein Stück Papier, wie Geld fließen soll, wer welche Rechte und Pflichten hat. Und das zweite, es ist eine Technologie wie Alipay, wenn das die User kennen, also mit einem Barcode oder QR-Code zu bezahlen. Und das haben wir vor einigen Jahren in die Welt gesetzt und da haben wir eben einen Versuch, dass wir sagen, das ist ein guter Weg für uns Europäer zu bezahlen, unabhängig von den Googles, Apples, Mastercards oder Visa. Zu der Apple- und Google-Pay-Thematik kommen wir dann noch. Vorher darf ich jetzt so ganz exklusiv die Katze aus dem Sack lassen. Heute früh ist die Pressemitteilung gekommen. Ihr habt ein Investment bekommen in Höhe von 12 Millionen. Wofür ist das Geld denn gedacht? Was wird denn damit gemacht? Ja, das war auch ein sehr kurzfristiger Entscheid. Wir hatten auch letztes Jahr eine Investitionsrunde gemacht. Nur in den letzten Wochen durch genau diese Live-Schaltungen von Apple und Google Pay auch in anderen Ländern ist das Interesse unserer Kunden nach so einem Plan B enorm angestiegen. Also es war nicht zu erwarten, dass jetzt scheint es so, dass den Banken relativ klar ist, wie das Geschäftsmodell in Zukunft aussehen könnte, wenn die einzige Möglichkeit ist, über eine amerikanische Plastikkarte in eine amerikanische Wallet zu bezahlen. Dieses Geschäftsmodell, unserer Ansicht nach und jetzt anscheinend auch durch einige andere Banken, ist nicht wirklich, wie man so schön sagt, sustainable. Mhm. Denn da geht sehr viel Geld geht da verloren und vor allem die Kundenbeziehung geht verloren. Wie gesagt, der Kunde wird jetzt mit der Apple Wallet bezahlen oder der Google Wallet bezahlen. Und wir wissen genau, wie gut die Kollegen sind aus den USA, diesen Event jetzt zu zelebrieren und mehr und mehr und mehr der Wertschöpfungskette zu übernehmen. Und da waren einige Einsichten da, das war vor circa 2-3 Monaten ging das los und dann haben wir mit den Investorenschaft gesagt, jetzt müssen wir noch etwas mehr Leute an Bord holen, dass wir da Anfang des Jahres auch unsere Partner, Bankpartner und Handelspartner wirklich gut aufnehmen können. Wer ist denn die Investorenschaft? Wer hat denn investiert? Unser Investorenkreis, das Ganze hat begonnen, ich habe 12 Jahre in den USA gelebt, ich habe dort zwei Tech-Startups gemacht, habe da zweimal Glück gehabt beim Exit, das heißt, ich konnte auch zu Beginn sehr viel von dieser, man muss sagen, verrückten Idee, also es ist keine einfache, nur mal ein Payment-Scheme versuchen aufzustellen, konnte ich selber etwas investieren und dann haben einige Leute, die ich kenne, sind da auch gefolgt und das sind hauptsächlich, also die sind eigentlich alle europäische Family Offices oder High Net Worth Individuals, wie man sagt. Und auch jetzt in der Runde, also der Löwenanteil kommt wie in der letzten von den Top 4 Investoren. Und wie gesagt, das sind zwei Schweizer Entitäten, zwei österreichische Entitäten, also Personen, die mit ihrem Family Office da mitziehen. Jetzt hast du schon mal uns gegenüber gesagt, ihr wollt so ein bisschen die Dominanz eben der großen US-Anbieter brechen, Apple Pay, Google Pay. Kann denn ein vergleichsweise kleines Startup wie Bluecode gegen diese Riesen bestehen? Und wenn ja, wie? Also was wir möchten ist eine Alternative. Also ich selber bin Apple-Fanatiker. Viele meiner Ex-Programmierer sind in Cupertino im iTunes-Team, aber auch meine damaligen Chief Scientists sind bei Google Search. Also ich kenne die Firma gut, ich habe sie unglaublich gerne, ich benutze die Produkte gerne. Also von dem her ist da nicht wirklich Animosität da. Es ist einfach, weil man sie gut kennt, weiß man, es ist schlau und es macht Spaß, aber es ist wirklich auch volkswirtschaftlich schlau und auch für uns als Europa schlau, zumindest Alternativen zu kreieren, wie das funktionieren könnte. Frage, kann man es bestehen?
als so eine Firma wie wir sicher nicht. Es ist kein Größenvergleich, kein Scale-Vergleich. Was wir aber machen können ist, weil wir eben privat finanziert sind, das ist ein großer Unterschied von Bankkonstrukten, können wir unglaublich agil und wirklich auf sehr, sehr schnell Technologie, aber auch juristische Konstrukte bauen, damit unsere Bankpartner diese Lösungen bekommen. Das heißt, ohne unsere Bankpartner oder Handelspartner, ganz offen sind wir ein netter Wikipedia-Eintrag, mehr ist das dann nicht, ein schönes theoretisches Konstrukt, wie Europa das eventuell tun könnte. Wenn unsere europäischen Handels- und Bankpartner aber zumindest diesen Plan B gefallen finden, dann ist es als so Firma, wie wir es sogar sehr vorteilhaft. Weil wir brauchen nicht 47 Gremienentscheide, um etwas auf die Beine zu stellen. Das ist der Vorteil. Provokant gefragt, jetzt reden wir von einem europäischen Modell. Warum braucht es denn ein europäisches Modell? Man könnte ja auch im Umkehrschluss sagen, okay, die Mehrheit der Nutzer stört sich nicht an Apple Pay, stört sich nicht an Google Pay, stört sich offensichtlich auch nicht daran, dass die Daten dann abwandern. Warum eine europäische Lösung? Super Frage. Also wir leben es ja in fast allen zentralen Digitalisierungsthemen, sei es jetzt ein Cloud-Provider, sind wir alle glücklich mit Amazon, Google Cloud und Co. Social-Themen sind wir alle mit den Instagrams und Facebooks. Also man muss ja sagen, es ist ja sowieso die Ausnahme, dass es europäische Lösungen in der Digitalisierung gibt, leider. Aber jetzt warum überhaupt? Payment ist schon etwas, das ist das Lebensblut einer Volkswirtschaft. Also der Zahlungsverkehr, wenn der da niederliegt, dann ist das Lämpchen aus. Weil viele Alternativen gibt es dann nicht. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel gut, und das ist jetzt auch keine Schwarzwalerei, aber das ist auch nicht, das ist vielleicht provokativ gemeint, aber es ist eine Tatsache, dass ein Donald Trump in Iran, in Venezuela, in Kuba mit mehr oder weniger einem Tweet das Ding zum Alarmen bringen kann. Ja, das heißt, wir leben jetzt in einer Welt, die geopolitisch hochspannend ist. Aber vor ein paar Stunden wurde Donald Trump impeached, also es geht zu und her. Und wir Europäer zahlen alle durch amerikanische Regelwerke, die entscheiden, wie die Gelder fließen. Jedes Mal, wenn einer von uns beim Biller eine Wurstsemmel kauft, dann geht Geld in die USA, weil dort werden die Regeln geschrieben, wie das funktionieren hat. Und das ist schon etwas, wo ist toll, weil sie machen es ja gut, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir sagen, es gibt auch andere Wege, dieses Problem zu lösen. Und am Ende, ganz offen, soll der Kunde sagen, was bringt mir am meisten, was kann am meisten, was wird wo am meisten akzeptiert, was hat die besten Features, wo fühle ich mich wohl. Und da sind die amerikanischen Kollegen super. Also da überhaupt nur nahe ranzukommen oder sogar zu schlagen, wird eindeutig für uns Europäer nicht leicht. Ist Europa auf diesen Zug ein bisschen zu spät aufgesprungen? Hat man diese Digitalisierung ein bisschen verpasst, auch oder gerade im Finanzbereich? In jedem Bereich. Also Digitalisierung und so Formatwechsel, da braucht es, das Letzte, was es braucht, ist Föderalismus. So schön das ist, ist es unglaublich schwer, Technologie oder Disruption zu kreieren, wenn 100 Leute mitreden. In der SEPA-Region haben wir 33 Länder, mit 33 verschiedenen Wegen teilweise, wie Zahlungsverkehr funktioniert. Wir haben zwar eine Lastschrift über Europa und eine Überweisung, aber trotzdem hat es viele nationale Systeme. Und das Gleiche ist bei Firmen der Fall. Nehmen wir jede deutsche Bankengruppe ist eine Zusammensammlung, ein Verbund von mehreren hundert, manchmal mehreren tausend kleineren Instituten. Und das in diesen Verbundorganisationen ist enorm viel Power, aber es macht es auch umso schwerer, etwas zu radikal zu disrupten. Nehmen wir das Beispiel, warum funktioniert das in den USA so gut? Es ist ein homogener Markt mit 500 Millionen Leuten. Es ist, die Kultur spricht dafür, aber das Wichtigste, es sind immer Leader-Persönlichkeiten, die digitalisieren. Es ist ein Steve Jobs, der digitalisiert. Es ist ein Zuckerberg, der digitalisiert. Es ist ein Sergey Brin, der digitalisiert von der Google-Seite. Das sind Menschen, die sagen, ich erkenne den Trend, da geht's lang, let's go. In Europa, wegen dieser föderalen Struktur, haben wir häufig, ja wirklich, teilweise sind es zwischen 5 und 30 Gremien entscheiden, wo unglaublich viele Leute mitreden müssen, um sich zu einigen, wo man wohl in welche Richtung geht. Und in der Hightech-Welt ist das recht schwierig. Ja? Also wir machen uns dort zu abhängig sozusagen von den USA. Ja, wir probieren, wir spielen rum, aber am Ende schauen wir zu und dann kommen die Lösungen so, wie wir sie eh auch gerne haben. Also ist ja auch alles nicht schlecht. Wir sind vielleicht bei anderen Dingen besser. Aber wenn wir eine Rolle spielen wollen in der ganzen Technologiewelle, Digitalisierung, dann müssen Entscheidungswege und auch der Mindset etwas anders sein. Aber das kann man auch nicht so grob sagen. Es gibt geniale Beispiele von europäischen Firmen, die mir nach vorne gehen. Aber nehmen wir mal die N26 oder Revolut. Das Einzige oder das Meiste, was wir in der Presse kennen, ja, da gibt es einen Wallet in Stalf, der sagt, da lang.
Bei Revolut ist das Ähnliche mit dem Gründer dort. Das heißt, wenn wir in Europa mehr solche Persönlichkeiten haben, die Trends erkennen, die den Willen haben zu sagen, die Richtung, bitte mitkommen, dann werden auch hier großartige Sachen entstehen. Wirft die Frage auf, was man machen kann, damit wir mehr solche Persönlichkeiten bekommen vielleicht. Gut, viel ist natürlich diese Firmen, die es wirklich toll machen. Das waren jetzt zwei Beispiele, die N26, die Revolut, da gibt es viele andere, Scalable Capital und Co. Da merkt man Gründerpersönlichkeiten, das inspiriert. Da sehen wir, bin ich ganz sicher, in den nächsten Jahren viel von Schule, von im Studium, wenn man sagt, was soll ich nächstes machen und man erkennt, das macht eigentlich Spaß. Ich will auch so digitalisieren. Da bin ich sehr hoffnungsvoll. Ich habe jetzt drei Kinder, die sind noch viel kleiner. Aber da denke ich schon, dass es auch in Europa kommt, dass wir sehen, es macht unglaublich Spaß, diesen Digitalisierungsweg mitzuschaffen und nicht nur zuzuschauen. Kommen wir mal noch zum Geschäftsmodell. Wenn der Kunde mit Apple Pay zahlt, zahlt er ja nicht direkt an Apple. Apple holt sich den Anteil vom Händler. Wie verdient Bluecode Geld? Und Achtung, so ist es nicht ganz. Im Zahlungsverkehr, der kartenbasiert ist, Apple hat ja an sich im Payment keine Innovation. Man nutzt die genialen Netzwerke einer Visa, Mastercard und hat es einfach ins Telefon gebracht, aber wunderschön ins Telefon gebracht. Das heißt aber, in diesen Netzwerken ist es so, eine Bank verkauft das Produkt Visa oder das Produkt Mastercard an den Händler und der Händler bezahlt. Und jetzt gehen Gelder von dieser Transaktionsgebühr und die fließen unter anderem an die Visa und die Mastercard, weil die stellen das Netzwerk und das Produkt, aber auch an die kontoführende Bank. Das heißt, die Bank, die das Konto des Zahlers hält. Was Apple jetzt gemacht hat, unglaublich geschickt, die möchte hier das Netzwerk nutzen, weltweit, wie es ist. Das heißt, sie berührt die Händlerseite gar nicht. Der Händler zahlt noch immer, der merkt gar nicht, ob ich gerade eine Karte getappt habe oder ob ich Apple Pay getappt habe. Er sieht es bei seinen Terminals nicht wirklich. Das heißt, wo sich Apple das Geld holt, ist auch nicht von den amerikanischen Schemes. Apple sagt zu unseren Banken in Europa, wenn ihr da mitspielen wollt, wenn eure User mit eurem iPhone dieses schöne Erlebnis haben wollen, dann bitte ich um Geld. Und die holen sich also das Geld von der kontoführenden Bank, ja, die verdient also etwas und dann gibt es ab nach Cupertino. Bei Bluecode? Und bei Bluecode, wir haben keine Gebühren gegenüber unseren Bankpartnern. Das heißt, wir haben ein Modell, wo der Händler bezahlt auch eine Transaktionsgebühr und jetzt verdient zuerst mal die Bank des Zahlers, weil ganz ehrlich, die hat den Kunden geboardet, die hat die Zahlungsgarantie, die hält das Konto und sobald die bezahlt ist, wird der Rest von dem, wenn noch was übrig bleibt, wird geteilt mit drei Parteien. Die eine ist diese Händlerbank, die den Händler überzeugt hat. Der zweite ist Bluecode, weil die Technologie und das Regelwerk stellen. Und wir haben eine neue Rolle entwickelt, eine dritte, das ist derjenige, der die App zur Verfügung stellt. Also wir haben als Bluecode eine App, aber jetzt sind inzwischen 9 oder 10 Apps draußen, die Bluecode können, teilweise auch Banken-Apps, teilweise Händler-Apps. Das heißt, wir denken, der einzige Weg, wie das schnell skalieren kann, ist, wer immer Zahlungsverkehr in seiner eigenen App haben möchte, aber mit dem Rechtlichen nicht dealen will, der kann Bluecode einbauen und mitverdienen, weil er hat ja auch eine Rolle, er bringt Kunden dazu, das zu erleben und hoffentlich dazu, sich daran zu gewöhnen und Spaß an der Zahlung zu haben. Letzte Frage schon, wenn wir uns so ein bisschen den Markt anschauen, es gibt ja jetzt doch schon einige verschiedene Lösungen, Apple Pay haben wir genannt, Google Pay haben wir genannt, Alipay, mit Alipay habt ihr auch eine Kooperation, wie darf man sich das vorstellen? Das ist natürlich spannend, weil also Apple Pay ist das größte mit Abstand Payment-Netzwerk der Welt, also da sind Transaktionszahlen, da ist auch Visa, Mastercard recht weit hinten dran. Beeindruckende Firma, wir haben eine Partnerschaft deswegen geschlossen, es kommen viele Asiatische, vor allem jetzt, man sieht es in Wien, zur Weihnachtszeit, kommen viele Touristen, ja, und die zeigen ihre Alipay-App, auch ein optischer Code, und wir haben jetzt das Einverständnis, dass wenn wir einen Händler Bluecode begeistern können, dann kann der Händler, wenn er das möchte, auch diese asiatische Kaufkraft abschöpfen. Das heißt, wir nehmen die Alipay-Codes, schicken sie nach China und retour. Mit Bluecode hat es nicht viel zu tun, wir sind technischer Dienstleister. Warum machen wir das? So können wir noch mehr diesen optischen Weg zu bezahlen nach Europa bringen, weil wir glauben, der hat enorme Vorteile. Ein Alipay hat Features, die ein Google und Apple Pay nicht im Entferntesten matchen. Und wenn der Händler das möchte, diese Kunden ansprechen, dann checkt er die Checkbox. Wenn er das nicht möchte, dann nicht. Muss ich doch nochmal nachfragen, Alipay und ein europäisches System, lässt sich das verbinden? Bekommt Alipay Daten?
Nein, natürlich von Blue Code haben die keine Ahnung bekommen, keine Blue Codes. Also unsere Transaktionen sind unser Netz. Was wir erlauben, ist, dass auf diesem Netz ihre Codes reisen dürfen. Das heißt, wir bekommen die Alipay-Tokens und schicken sie zurück. Sie bekommen von uns gar nichts. Es lässt sich unserer Ansicht nach sehr gut vereinen, weil wir Europäer müssen Infrastruktur schaffen, digitale Infrastruktur. Und wir haben ja nichts, weder gegen Amerika, noch gegen China, noch gegen irgendjemanden. Und es ist nur gut, wenn unsere europäische Infrastruktur benutzt wird. Nehmen wir als Beispiel unsere Straßen. Wir bauen sie. Und wir maintainen sie. Und wir sind dann der Souverän und die Hoheit über unsere Straßen. Aber es ist kein Problem, wenn ein Hyundai oder ein Ford oder ein Chineser oder Amerikaner drauf fahren, gerne sogar. Aber solange wir die Datenhoheit haben, solange wir die Infrastruktur stellen, ist zumindest unserer Ansicht, ist es sinnvoll, europäische Netze zu haben und gerne gegenüber Parteien zu öffnen, die sie benutzen wollen. Vielen Dank, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich gratuliere nochmal sehr herzlich zum Investment und wünsche viel Glück. Den Zuschauern bleibt mir nur einen guten Rutsch, frohe Festtage zu wünschen und wir sehen uns dann 2020 wieder. Danke. Danke. Ciao.